Heute möchte ich ganz kurz mit dir über das Wort Veränderung nachdenken. Veränderung bedeutet, aus dem Gewohnten, aus dem, was man schon immer kennt, aus dem Bekannten, aus den alten Prozessen, sich hinaus zu bewegen und in etwas Neues hinein. Veränderung bedeutet, etwas hinter sich zu lassen und Neues zu wagen. Und heute geht es mir darum, dass wir uns darüber Gedanken machen wollen, wie die Veränderung in das Ebenbild Jesu sein kann, wie das stattfindet. Wo findet denn diese Veränderung in sein Ebenbild statt? Und dann habe ich gelesen, in Psalm 23, Vers 5 steht, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das heißt, mitten in den Bedrängnissen, mitten in den Sorgen, mitten in all dem, was mich so beschäftigt, darf ich hineinkommen in diese Gemeinschaft, darf ich eintauchen in die Beziehung mit Jesus. Gott erlaubt quasi dem Feind, dass er wie Zuschauer ist, aber ich bin in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Ich bin völlig fokussiert auf diese Beziehung, auf diese Gemeinschaft mit Jesus. Und in dieser Gemeinschaft bietet er mir an, dass ich mit allen Sorgen kommen kann, dass er mir anbietet, ich bin besorgt für dich. Du musst nichts leisten. Du kannst so, wie du bist, kommen. Du kannst einfach eintauchen, gerade heute. In dem Wort Gottes steht, dass wenn wir uns Gott nahen, er sich uns auch naht. Das ist eine Beziehung, da ist ein Gegenüber. Da kann ich mit meinem Gegenüber, mit meinem Gott, mit Jesus selbst sprechen. Da kann ich ihm die Dinge anvertrauen, die mir so im Herzen Mühe machen. Und er wird mich in dieser Gemeinschaft verändern. Da findet die Veränderung in sein Ebenbild statt. Da wird das Alte, Eingeschliffene, das Negative, wird weggespült, wird rausgenommen und ich werde verändert in sein Ebenbild, in die DNA Jesu, in das, wie er ist. Das spricht von dieser tiefen, innigen Gemeinschaft mit ihm. Ich möchte dich sehr ermutigen, heute einen Zeitraum zu finden, wo du eintauchst in diese Gemeinschaft. Trotz der Bedrängnisse, trotz der ganzen Geschichten, die so um dich herum sind. Tauch ein in die Gemeinschaft und lass dich verändern durch die Beziehung, durch die Gegenwart, durch die Gnade Jesu. Gott hat mehr für dich.